Ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen auf dem 12. Apple Tree Garden Festival. Dass es das irgendwann geben wird, haben wir lange Zeit nicht gedacht, aber wir sind dabei geblieben und ihr seid immer wieder gekommen und seid immer mehr geworden. Und deshalb gibt es uns noch und deshalb feiern wir hier jedes Jahr diese Riesenparty. Und wir freuen uns auch sehr, dass ihr immer wieder hier bei uns seid. Jetzt möchte ich gar nicht groß weiter Worte machen, sondern überlasse die Bühne unserem ersten Künstler. Und dazu gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Man munkelt, er habe indianische Vorfahren. Viel Spaß. Was? Guten Nachmittag und willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Chris Klopfer. Wir befinden uns auf dem Apple Tree Garden Festival in Diepholz. Die Sonne scheint und eigentlich kann es nicht besser sein. Dankeschön. Jahr für Jahr zieht es musikbegeisterte Menschen nach Diepholz, einer beschaulichen Kreisstadt in Niedersachsen. Und Jahr für Jahr werden es mehr, die sich auf einer Lichtung im Diepholzer Bürgerpark niederlassen. Durch Zufall entdeckten wir dieses kleine, aber feine Festival und fragten uns, was die Leute hertreibt und woher der Ruf kommt, dass es anders ist als all die anderen in der ausgeprägten Festivalkultur Deutschlands. Wir haben nachgefragt, bei den Veranstaltern, was sie motiviert und bei den Besuchern, was sie erwarten. Also bei uns ist es so, wir machen es ja ehrenamtlich und unsere einzigen Einnahmequellen sind ja der Ticketverkauf und der Getränkeverkauf, also die Theken. Ja, und wir machen das einfach nur, weil wir alle Bock darauf haben und den Leuten einfach ein geiles Wochenende bieten wollen. Aber was hat es denn dich hier zum Apple Tree verschlagen? Die Droge der Gemeinsamkeit, der Freundschaft. Wie bin ich hier gekommen? Ein guter Freund von mir hat mir eigentlich dieses Festival empfohlen. Der war zum ersten Mal hier. Ja, wir sind mit unserem Büsschen hierher gefahren und sind hier, weil wir das erste Mal irgendwie, ich weiß es auch nicht, aufmerksam geworden sind 2009 und seitdem eigentlich regelmäßig hierhin gekommen sind. Was mich dazu bewegt, das hinzukommen, das waren die beiden da oben. Ich war auch letztes Jahr schon hier. Und es war sehr schön. Jonathy hat mich begeistert letztes Jahr. Und deswegen bin ich wiedergekommen. Und weil es so schön romantisch ist. Ich war die letzten beiden Jahre schon hier und Apple Tree Garden Festival ist der Knaller. Mit Auto. Erst von Köln nach Tecklenburg und dann wieder hier mit Auto bzw. Wohnmobil. Und bin jetzt das zweite Mal und bin hier wegen hauptsächlich zu Gallens und dem schönen Wetter. Nee, am meisten freue ich mich auf Dry the River, Two Gallons und die Crystal Fighters. Ich kenne keine einzige Band, muss ich dazu sagen, aber finde ich auch gerade interessante dabei. Und ich bin aber gespannt auf morgen. Und ich erwarte von diesem Festival eigentlich gar nichts und das finde ich auch so schön daran, dass man auf ein Festival geht, wo man nichts erwartet. Das Schöne ist, dass es hier auf dem Zeltplatz immer sehr nett ist und dass es schöne Bands gibt und das weiß man vorher. Ich freue mich wahrscheinlich am meisten auf Other Lives, weil ich von denen musikalisch am meisten erwarte. Für mich definitiv Reptile Youth. Ja, Reptile Youth, Balthasar. Na, ich würde dem Apple Tree wünschen, dass es so klein und so muckelig bleibt, wie es ist. Denn im Vergleich zu anderen Festivals sind zum Beispiel die Dixie-Klos sehr, sehr sauber. Und das ganze Publikum ist sehr, sehr angenehm und überhaupt gar nicht anstrengend. Diese familiäre Atmosphäre finde ich schon sehr toll. Ich war von 2000 bis 2005 hier bei Rock am Ring, auch mit den Jungs da oben. Und es ist natürlich gigantisch. Du hast geile Bands, aber du hast nicht diese kleine intime Atmosphäre, wie das hier ist, finde ich. Ich hoffe, es bleibt so groß. Ja. Klein. Klein, groß, klein. Ja. Na, ich bin da nicht so anspruchsvoll. Das Wetter muss stimmen, das ist schon die Hauptsache eigentlich bei mir. Ich würde euch auch raten, dass ihr nicht größer werdet, weil gerade diese kleine gemütliche Atmosphäre finde ich toll. Und auch, dass wenn ich aufs Festivalgelände gehe, dass ich nicht von oben bis unten abgetastet werde, wie das bei Rock am Ring ist, sondern dass es einfach schön ist. Nur nette Leute.
Ich meine, ich habe jetzt für die Karte 30 Euro bezahlt. Das ist echt lächerlich im Prinzip zu anderen Festivals. Und viele Bands, also wie gesagt, wie ich schon meinte, es gibt keine Band, die ich kenne. Und das ist gerade das Interessante für mich, einfach mal neue Bands kennenzulernen und vor allem für einen recht günstigen Preis viele Leute, coole Leute kennenzulernen und ein relativ kleines Festival, das macht auch ein bisschen den Charme und den Flair aus. Ja, man muss sagen, wir wären auch unabhängig von den Leuten, die halt hierher gekommen sind, haben auch die Tickets schon geholt, bevor wir eigentlich wussten, was hier hinkommt, weil wir das Festival schätzen, gerade so für das irgendwie mit viel Fingerspitzengefühl ausgewählte Line-Up und auch noch nicht mal so diesen, uns geht es gar nicht darum, große Bands zu sehen, aber dieses feste Gefühl hier ist einfach schön. Ja, es ist einfach gemütlich, es ist nicht so groß, du hast es nicht so wie bei den anderen Hurricane, Rock am Ring, es sind irgendwie 60.000, 70.000 Leute, du verlierst den Überblick und hier hast du ganz gemütlich, sitzt auf deinem Büsschen oben drauf, schaust drüber, weißt genau, wo dein Eingang ist, in 3 Minuten von deinem Büsschen weg. Wunderbar, es gibt einfach nichts Schöneres. Wir bleiben bei dieser Kapazität, wir wollen nicht größer werden. Wir machen das ja alle ehrenamtlich und ja, unsere Ziele sind einfach, einen besser strukturierten Ablauf zu haben. Ne? Jedes Jahr uns zu verbessern, besseres Line-up, besser strukturiert, sodass wir einen umso reibungsloseren Ablauf bieten können.